Vor langer Zeit, an einem weit entfernten Ort, gab es ein Formula Student Team, das ein Rennauto bauen wollte. RaceYard, das ist eine Erfolgsgeschichte, die vor 10 Jahren mit dem TKiL A06 begann. Mit seinen Verbrennern startete das Kieler Formula Student Team auf den Rennstrecken in Europa richtig durch und holte damit einen Pokal nach dem nächsten an die Förde. 2011 wurde der Startschuss für eine neue Ära gegeben. Die Zeit der elektrisch angetriebenen Rennwagen beginnt. Dieser Rennwagen wurde letzte Saison gebaut, jetzt ist es Zeit für RaceYard 10. Sechs Monate Konstruktion und Entwicklung liegen hinter uns. Das Team hat so manche organisatorische und technische Herausforderungen gemeistert und damit den Grundbaustein für die 10. RaceYard-Saison gelegt. Mit welchen technischen Raffinessen wir dieses Jahr in Silverstone, Hockenheim und Barcelona an den Start gehen werden, das wollen wir nun präsentieren. Der ausgegebene Leitfaden dieses Jahr ist Keep It Simple, was wir direkt mit einem Ein-Motor-Konzept umsetzen wollten. Den zweiten Motor ersetzen wir durch ein selbstentwickeltes Planetengetriebe mit einem Kaufdifferential, was wir in ein Aluminium-Heckrahmenkonstrukt einbetten, was uns den Vorteil bietet, dass wir genaue Fahrwerkspunkte haben. Die Leistungselektronik hat sich auch verändert. Wir fahren nämlich durch das Ein-Motor-Konzept nur noch ein Leistungselektroniksmodul. Zusätzlich haben wir das umkonstruiert. Dadurch wird das Kaufteil ein leichteres Teil durch die Shower-Power-Einsätze und durch die Umkonstruktion des Gehäuses. Wir haben dieses Jahr auch direkt zwei Kühlkreisläufe, was uns den Vorteil bietet, dass wir beide Komponenten, nämlich Motor und Leistungselektronik, gezielt bezüglich der Arbeitstemperaturen ansteuern können. Außerdem haben wir sämtliche Konstruktionen, speziell Lenkung und Gitterrohrrahmen, steifer ausgelegt, trotzdem leichter, durch zum Beispiel größere Wellen und Rohrdurchmesser. Gezielte Ansteuerung erreichen wir jetzt auch in der Motorsteuerung, indem wir in jedem Rad einen einzelnen Drehzahlsensor einbauen und somit die Kraft des Motors besser dosieren können. Das gesamte Auto wird niedriger, wodurch wir eine liegendere Sitzposition generieren. Insgesamt wird das Auto aus mechanischer Sicht auch deutlich leichter. Wir sind dieses Jahr von 450 Volt auf 600 Volt hochgegangen. Das ist die maximal erlaubte Spannung durch das Regelwerk. Das haben wir realisiert mit 288 Zellen im gesamten Akku. Die sind dann 144 seriell und 2 parallel geschaltet. Dadurch haben wir auch eine höhere Kapazität erreicht, nämlich von 6,6 Kilowattstunden auf 8,8 Kilowattstunden. Somit können wir viel schneller durch die Endurance fahren. Ja, bei der Verkleidung des 15ers haben wir die Formmöglichkeiten der Polypropylenplatten so ausgereizt, dass wir es geschafft haben, die ja sehr zweidimensionalen Platten in eine dynamische Form zu bringen. Und was den Sitz angeht, neu ist, dass wir keine separate Kopfstütze mehr haben und stattdessen eine durchgehende Sitzschale. Und zudem sind wir noch viel leichter geworden durch Reduktion der Kohlefaserlagen am Sitz. Auch in diesem Jahr hat sich im Bereich des Fahrwerks wieder viel getan. Als erstes haben wir die Kinematik überarbeitet. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir sie dieses Jahr etwas sportlicher ausgelegt. Wir sind im Federdämpfersystem von Pushrod auf Pullrod umgestiegen. Grund dafür war die niedrige Einbauhöhe der Federdämpfer. Dadurch wurde der Schwerpunkt des Fahrzeugs gesenkt und was eine Steigerung der Fahrzeugdynamik zur Folge hat. Die Hinterradbremse wurde in den Achsschenkel verlegt. Grund dafür war das kompaktere Packaging des Antriebes. Und wir haben das Lagersystem der Räder überarbeitet. Dadurch haben wir Rollwiderstände minimiert und das Fahrwerk wurde dadurch deutlich steifer. Es
das Innovative dieses Jahr im Antrieb ist das Planetengetriebe mit einem Kaufdifferential. Dadurch ergeben sich folgende Vorteile, und zwar werden wir schmaler, kompakter und leichter. Das können wir dadurch begründen, und zwar, wenn man das mit einem Stirnradgetriebe vergleichen würde, haben wir jetzt viel mehr Zähne im Eingriff, und daraus folgt halt einfach, dass die Kräfte sich viel besser verteilen und wir dadurch leichter werden können und die Teile schmaler dimensionieren können. Ein weiterer Vorteil zum Beispiel ist auch, dass wir Motorantriebswelle und Abtriebswelle auf eine Achse gelegt haben. Auch hier können wir uns wieder einiges an Lagerung ersparen, was wiederum zur Folge hat, dass wir auch wieder leichter werden. Und ja, alles in allem wird das gesamte Packaging leichter, kompakter, schmaler, schöner. Wir haben dieses Jahr für den Akku ein komplett neues Board entwickelt, was die direkte Messung der Zellspannung ermöglicht. Dies haben wir modular gestaltet, sodass unter Wettkampfbedingungen ein einfacher Austausch möglich ist. Wir haben ebenfalls ein komplett neues Mainboard entwickelt, was eine zentrale Spannungsbeansorgung beinhaltet. Alle Platinen werden auf dieses Mainboard aufgesteckt, sodass eine zentrale Auswertung aller Daten an einem Punkt erfolgt und ein Austausch unter Wettkampfbedingungen ebenfalls einfach möglich ist. In diesem Jahr verwenden wir im Akku neue Zellen. Sie haben die gleiche Zellchemie, Lithium-Polymer, haben aber jedoch eine größere Laderate von 5C. Wir können dadurch effizienter den Akku betreiben und haben eine höhere Rückgewinnung. Die Zellfarben werden zwischen zwei Aluminiumverbindern festgeschraubt. Dieses ermöglicht uns einen höheren Querschnitt, einen geringeren Übergangswiderstand und eine geringere thermische Belastung. Thank you.